Sehr schön. Sehr geil. Wow. Also ich würde es geiler finden, wenn ich jetzt meine Hände nochmal mit Erdbeeren beschmieren könnte, könnte da nochmal so draufdrücken. Ich glaube, dass die ganze Welt bereit ist für Curry und Fritz. Wir müssten ja echt sämtliche fachliche Leistungen aberkennen. Ich kann zum Essen sagen, dass Gäste wegen dem Essen kommen. Die Hilfe der Kochprofis ist mir nicht mehr wichtig. Magst du uns nicht mehr? Ich muss euch ja nicht mögen. Okay, Maike, wir haben es hier mit dem Koch zu tun aus Berlin. Und seine Frau, die ist 31, er ist 48, beide aus Deutschland, jetzt hier eingezogen in die Steiermark. Ja. Und es läuft nicht. Er meint, er hat es in den Wurzeln, weil sein Vater mal ein paar Kneipen hatte. Und jetzt hat er ein Currywurst-Konzept in einer Kneipe. Grundsätzlich mache ich Speisekarte so, dass sie nicht vergleichbar ist. Was ist das für eine Aussage? Ist sie jetzt so wahnsinnig schlecht oder so wahnsinnig kreativ? Ist Currywurst dann so unikativ? Hat es noch niemand gehört hier in Österreich? Ich glaube, ich kann alles kochen. Also ich habe manchmal so junge Köche hier, die drehen immer durch. Ja. Und der Marius sagt immer, er kennt so viele Köche, aber er kennt keinen. Koch Spanisch, Koch Asiatisch, Koch Englisch. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich mache einen Kühlschrank auf und gucke, was drin ist und gebe Gas. Ne? Wie wir sehen gerade, ist er, glaube ich, schon recht überzeugt, dass er ein guter Koch ist. Ja, das schaut doch geil aus, oder? Der hat da so ein kleines Fotostudio aufgebaut und redet da von Kunst auf dem Teller. Ja, richtet aber Salat, Reis und Fleisch klatsch, klatsch, klatsch nebeneinander auf dem Teller an. Also er meint, er könne sich abheben, aber also optisch kann das schon mal nicht. Aber sie hat einen sehr selbstbewussten Auftritt, kann man so sagen, ja, oder? Findet eigentlich ziemlich alles geil, was er anschaut, was er anfasst, was er macht. Das ist Bohnenkraut aus St. Nikolai. Ja. Selber getrocknet und gemahlen, ja. Abgefahren, ne? Er macht alles selber, er backt sogar Brot selber, er macht seine Kräuter selber, er macht seine Gewürze selber. Er ist ein sogenannter Tausendsasser. Der Robert, der tritt schon ganz schön selbstsicher auf. Und wir müssen jetzt mal checken, ob er wirklich so sicher ist. St. So. Nikolai. Im tiefsten Österreich, in der Steiermark. Und mit Totenköpfen. Das war doch früher mal mit Sicherheit ein Landgasthof, ein Dorfgasthof, wo die Gemeinde aus und eingegangen ist. Und jetzt heißt es Curry Fritz, ja, ein Totenschädel. Curry und Fritz ist ein schöner Name, aber wieder passt nicht zu St. Nikolai. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Totenköpfen. Ich frage mich jetzt nur, ob ich das jetzt in Österreich irgendwo im Außenbereich von einem Restaurant haben muss. Hallo. Das ist die Katrin. Hallo, grüß euch. Hallo. Katrin. Servus. Hallo. Hallo. Katrin, hallo. So, mitten in St. Nikolai. Curry und Fritz mit toten Kopf, wir sind verwundert. Ja, ist doch schön. Überraschung. Ich habe nichts gegen tote Köpfe, aber passt das? Nein, das passt nicht, aber deswegen machen wir es ja. Konzept gibt es keins, das ist wie die Wohnung eines Teenagers. Als Pirat sammelt man natürlich über die Jahre sämtliche Sachen zusammen. Und so ein Sammelsurium ist dann das Lokal. Leute, die fahren von Berlin nach Paris, weil sie gut essen können. Warum soll man nicht von Wien nach St. Nikolai fahren? Ich habe irgendwie so ein Interview gesehen. Da hat der Frank gesagt, dass sein Lieblingsessen eine Leberkässemmel ist. Und der Andi hat gesagt, krosse Hühnerbeinchen. Ich würde es geiler finden, wenn ich jetzt meine Hände noch mal mit Erdbeeren beschmieren könnte, könnte da noch mal so draufdrücken, damit die auch wirklich meinen Händeabdruck kennen, ja? Ich erwarte, dass das Lebensmittel mit Respekt behandelt werden. Und ich glaube auch, wenn ich diese Lebensmittel so berühre, dass der Gast es draußen schmeckt. Dann nennen wir das mal: Die Sau läuft im Erdbeergarten von der Henne davon. Ich lege einfach Wert auf gutes Essen. Ne? Hat man noch das Kreativgericht, das war ja der Wunsch. Das Hähnchen rennt der Sau davon, und zwar habe ich Hähnelachsen. Und in der Mitte, das ist ein Dinkelbrötchen mit einem Leberkäse gefüllt, Hindelmeier-Senf und ein Rosen-Erdbeer-Sorbet an der Seite. Das Hähnchen rennt der Sau davon, heißt es.
Ich sag zu, das Gericht heißt, für uns heißt es, ich glaube, mein Schwein pfeift. ich steige einfach aus, ich fühle mich verarscht. Entweder sind wir in einem schlechten Film oder sind wir bei Verstehen Sie Spaß. Also man könnte jetzt auch, das Händel läuft der Sau davon, erklären mit Sorbet, also Erdbeersorbet, Leberkäse, Händel auf Matschkensalat. Er kann ja kreativ sein, aber dazu bedarf es eines guten Handwerks und dem ist er nicht mächtig. Ein Dinkelbrötchen? Ich schmeck nur süß, weil da der süße Senf dran ist. Aber passt zur Erdbeere. Das passt auch. Das kann doch alles gar nicht mehr wahr sein. Die Selbsteinschätzung ist völlig falsch von ihm. Er denkt wirklich, er kann's. Und ich spreche ihm sämtliche Fähigkeiten ab. Beim Robert müssen wir bei Null anfangen. Er hat für mich jetzt überhaupt keine Ahnung vom Kochen. Wenn die Kochprofis sagen würden, ich koche wie eine eingeschlafene Oma, das wäre dramatisch, ja. Ja, ich bin gespannt auf die Konfrontation jetzt. Jetzt geht's in die Küche. Jetzt lernen wir den Robert kennen, oder? Ja, hallo, ich bin der Zweck. Grüß dich. Servus, hallo. Chef? Hallo, grüß dich. Schau dir das an. Servus. Und Robert, bist du zufrieden mit deinem Einsatz heute? Ich glaube, ich habe heute überhaupt nicht einmal Salz benutzt. Ja, das könnte also, wohl wahr sein, ne? Ich glaube schon, dass er irgendwie einen komischen Humor hat, aber er nimmt nichts ernst. Mich wundert es jetzt, woher du den Humor nimmst. Weißt du, denke ich, ist das ein Geigenhumor? Wir haben das Gefühl, du hast uns verarscht. Aber wir müssten ja echt sämtliche fachliche Leistungen aberkennen. Naja, so schlimm wird es auch nicht gewesen sein. Für diese Teller fährst du keinen Meter weit. Da bleibe ich abends auf dem Sofa liegen und schau Fernsehen, ich schwör's dir. Oder bei dem Teller nicht. Bei dem Teller, da stellst du mir die Haare auf. Und Andi hat das große Vergnügen mit dem Vogelsalat. Ja. Ei, also von Spiegelei war nichts mehr zu sehen und es ist schwarz. Es ist einfach doch kein richtig tolles Essen. Das Chili con Carne, das ist zum Beispiel auch, das ist so Kardamom-lastig und so, also Kreuzkümmel-lastig stark, Kreuzkümmel-lastig wenig, Tomate. Ich wusste, dass es jetzt heute nicht perfekt ist durch diesen Stress da. Okay. Aber dass es jetzt alles ungenießbar sein soll, so schlimm sehe ich es immer noch nicht, ja. Weil ich glaube, dass da viel Dramatik auch dabei ist. Ja. Ist das für dich Kochen? Ist das alles, was für dich unter den Begriff Kochen fällt? Sei ehrlich jetzt. Ist das Kochen? Definitiv, ja. Der Eskimo, der irgendwie was aus dem Wasser holt und sich das einfach in den Mund stopft, das ist auch Kochen. Ja. Zum Kochen gehört halt viel mehr, das muss man Robert erklären. Was willst du mit diesem Essen ausdrücken? Was willst du sagen? Wo ist deine... Na, es ist halt eine Weltreise, ja. Das, was wir bekommen haben, war zwar einmal around the world, aber es war halt alles mit Pommes. Mit diesen Beilagen, das ist mir nie aufgefallen. Wir wollen euch helfen. Wir müssen kooperieren. Wir brauchen einfach jetzt ein Fundament, dass wir gemeinsam arbeiten. Und wenn du aber dich irgendwie loslässt, ja, kann hier sich nichts entwickeln. Dass es nicht Mainstream ist, das weiß ich. Ja. Pommes, Burger, Nachos ist ja nicht Mainstream, also sondern unikativ. Also verstehe ich dich falsch? Das ist Mainstream-Trash und nichts anderes. Ich glaube auch, dass meine Burger lecker sind und meine Currywurst, die ist sicherlich auch toll, ja. Ich glaube nicht, dass er bös arrogant ist. Der ist einfach von dem überzeugt, was er macht und das ist so seine Hobbythek und er lebt in so einer Scheinwelt. Jetzt sprechen wir halt mal nur die Optik an. Und ich fand es extrem grobmotorisch bis richtig unappetitlich. So, also in dieser Spanne. Ja, also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, wow, das war jetzt echt schön angerichtet. Das logische Anrichten ist auch ein Handwerk, was Köche erlernen. Ja. Und das habe ich jetzt nicht erlernt, aber von meiner Kreativität glaube ich, dass das jetzt normal in Praxis nicht so schlecht ist. Naja, ihr habt ein paar Sachen absolut recht mit diesen Beilagen. Ja, das geht nicht. Da nur Pommes. Die Kartoffelschlacht. Ja, ich habe es gestern ja gesehen, wo die alle da standen. Ich dachte mir auch, scheiße, ja. Ein paar Sachen fand ich hart. Hart, natürlich. Ist ja nicht schön, wenn man da reinkommt. Man kriegt da links und rechts Backpfeifen. Ist auch nicht schön, das zu sagen. Macht ja keinen Spaß da. Hey, hallo, alles scheiße hier. Ja, wir stellen jetzt auf Null. Ja. Gestern war die Kritik. Wir wollten jetzt eigentlich hier positiv reingehen. Genau. Du wirst auf jeden Fall, wenn hier alles klar Schiff ist, mit uns in der Küche einiges machen.
Okay. Wir werden aber einfach dein Fachwissen überprüfen auch, ne? Ja. Hey, wir haben euch ja nicht gerufen, weil wir wissen, dass ja alles perfekt ist. Wir hätten auch ganz gern mal mit dir, liebe Katrin, über die Zahlen geredet. Weißt du, es ist mit Kochen ist das eine und unternehmerisch denken ist das andere. Ja. Du bist sehr reserviert heute. Sehr. Magst du uns nicht mehr? Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Es geht immer besser, wenn man sich doch mag. Also das finde ich jetzt mal eine Hammer-Aussage. Ja, es ist ja nicht jetzt persönlich. Es soll doch, einfach es ist jetzt persönlich. Na, gar nicht. Wie bitte? Ich muss euch nicht mögen, ist nicht persönlich? Das ist ja wohl persönlich. Da war ich erstaunt, wenn sie sagte, sie muss uns ja nicht mögen. Wir sind nicht angetreten, hier einen Freundeskreis zu gründen. Vielleicht war das aus der Kränkung heraus einfach wirklich auch eine Kränkung herbeizuführen. Katrin ist halt ein Mädchen, ja, und sie... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nachtragend ist, aber sie so habe ich sie eigentlich noch nicht gekannt. Also es ist für uns auch überhaupt gar kein Problem, das als Job zu machen und nicht auf der persönlichen Basis. Wir sind da professionell genug. Dann sind wir natürlich auch eher so ein bisschen strukturierter und nicht ganz so persönlich, aber sie hat die Vorgabe gegeben und nicht wir. Was machen wir denn mit euch? Wenn man nichts verändern kann, dann ist es einfach schwierig, auch für uns. Also wir sehen halt hier um einfache, gute, regionale Küche. Wir sehen es aber hier nicht Totenkopf und Currywurst. Das ist unser Vorschlag und wir brauchen jetzt halt einfach von euch ein Feedback. Mir wäre am liebsten natürlich eine Brücke. Ne? Eine Brücke ist immer schön, ja? Da kann man drüber gehen. Ja? Von der Currywurst rüber ins traditionelle Regionale? Warum nicht? Ja? Eine Brücke bei dir? Vielleicht mit einverstanden. Also, aber ja. Also ich stehe auf die Extreme. Oben haben wir ja so eine erste Etage, die total leer ist. Ja? Und vom ersten Tag an haben wir immer gesagt, da oben muss so ein geiler Bauernladen rein von den ganzen Sachen, die es hier gibt. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt, weil es ist euer Laden. Ja? Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit und dann entscheidet ihr euch, in welche Richtung es gehen soll. Die Zeitvorgabe ganz einfach aus dem Grund, wir kommen jetzt nicht mehr voran. Wir reden jetzt von einem und vom anderen, aber jetzt nicht mehr vom Kernthema. Wir helfen Ihnen gerne. Es muss aber mit Kochen zu tun haben. Wir gehen jetzt gleich noch mal rein und dann müssen die Würfel fallen. Wenn nicht, brechen wir ab. Was machen wir? 5 Minuten sind vorbei. Wir sind gespannt. Wie sind die Entscheidung? Also wir haben uns für die Currywurst entschieden und danke für die Hilfe. Und wir haben einiges gelernt in den Tagen und wir werden authentisch bleiben und das weiter fortführen. Das heißt für uns jetzt praktisch, der Dienst ist getan. Ich finde es schade, ich hätte gerne ein bisschen mehr mit euch gekocht. Ja. Also wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen nachgedacht. Vom Kochen her, ja, habt ihr mir die Augen geöffnet, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin. Ich habe Paracelsus und die Frau von Bingen gelesen. Ja. Ich werde den Jungkoch Nummer 1 lesen, wenn es den gibt. Ja. Und werde mir einen Jungkoch holen, mit dem ich hier handwerklich arbeiten kann. Ich möchte ja Koch werden oder Koch sein. Ja. Das bin ich nicht, das möchte ich. Ja. Aber nicht in 2 Tagen, das schaffe ich nicht. Nee, das ist auch realistisch. Okay. Okay, also das heißt jetzt für dich, also was ist jetzt die Konsequenz? Aber da haben wir dann heute haben wir den Tag, um die Chance da aufzufrischen. Und ja, aber bitte, ihr seid da auf einem ganz anderen Niveau. Ja? Wir sind hier noch bei Currywurst und Pommes. Der Sinneswandel von Robert wundert mich schon, denn eigentlich hat er sich immer wie ein super Koch dargestellt. Und jetzt soll er mit unserer Geschwindigkeit und mit unserem Niveau nicht mehr mitkommen. Das klingt alles wie eine Ausrede. Das ist natürlich auch einfach ein wichtiges Argument. Und das hast du ja auch schon am zweiten Tag im Grunde genommen so ganz gut rübergebracht. Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Die persönliche Beziehung spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Sympathiefaktoren spielen auch eine große Rolle. Aber wie kann man in der Kürze der Zeit die Sympathiefaktoren raussuchen, wenn von Anfang an der Zugang verwehrt ist? Das heißt jetzt in Konsequenz was? Das heißt, dass wir uns selber darum kümmern, dass wir eure Hilfe nicht brauchen, dass wir uns bedanken dafür, dass ihr da wart. Das heißt, das ist die Auslage Nummer 2, richtig? Ja. Wir wären gern helfend tätig gewesen, aber wenn sie es abwirkt, dann wirkt sie es ab. Ist ihr gutes Recht. Das waren doch auch alles nur Vorwände, um rauszukommen aus der Nummer. Ne? Sie wollten sie einfach nicht mehr belehren lassen, hatten keinen Bock mehr, Kritik einzustecken und haben einfach irgendwas gesucht. Ich finde es schade, dass man sich halt so trennt. Ja? Und das, es fehlt jetzt der Spaß beim Kochen. Da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass wir jetzt auseinandergegangen sind. Aber trotzdem wünsche ich euch Glück. Alles Gute, das ist mein Abschlusssatz. Ja. Ja. Ciao. Ich wünsche mir für die beiden, dass die glücklich werden in der Zukunft.